Hallihallo, mein Name ist Musberger und hinter der Kamera ist mein Sohnemann Theo. Nach etlichen Nachfragen in unserer Firma von Jungunternehmern, die was ganz schleifen lernen möchten oder wollen, sowie von Kunden, auf was sie achten sollen beim Artikel abgeben, möchten wir nun ein kleines Video erstellen. So, und jetzt mal zum Kunden, auf was er achten soll. Fragen Sie einfach den Schleifer Ihres Vertrauens, ob er die Schere fachmännisch zerlegen kann, das Innenblatt zu reinigen und nach dem schonenden Schleifen zu ölen. Das wäre schon mal der erste Schritt, wo Sie dann wahrscheinlich eine saubere Schere wieder zurückkommen. Und jetzt zum Jungunternehmer. Bevor Sie anfangen, irgendwas zu schleifen, hier mal einen kleinen Tipp. Das ist eine Schneiderschere. Sie brauchen Werkzeug, Gabel, Ringschlüssel, Flachzange, Engländer ist immer so platzsparendes Multitalent, wo man die Schrauben oder Mutter nicht kaputt macht oder zerkratzt. Wenn sie verzinkt sind, dann geht der Zink runter, dann fängt es an zu rosten. Also einfach mit Werkzeug, Gabelschlüssel, Ringschlüssel. Dann brauchen Sie einen Behälter und einen Block, können Sie selber erstellen oder Sie können auch einen Zettel nehmen, wo Sie drauf schreiben, wie viel Artikel, eine fortlaufende Nummer oder der Name, dass der Kunde dann was hat. Das bleibt dann im Behälter drin und eins bekommt der Kunde. Dann tut man das einfach zerlegen, fachmännisch. Ist eigentlich nichts Schweres dabei beim Zerlegen. Man muss einfach schonend damit umgehen. Man muss wissen, was man tut. Eine Schere schneidet nicht, wenn sie stumpf ist oder wenn zu viel Schmutz, Rost, Kleberechte, sonstige Farbrechte bei Schneiderscheren drin ist, bei Geflügelscheren. Auch all das Fett, Schmutz muss alles schonend von diesem Hohlschliff rausgebracht werden. Sie können ein ganz feines Vlies nehmen oder am besten sind Baumwolllumpen, wo ca. bei 2000 Umdrehungen Sie mit einer Pasche rauspolieren können. Das ist die schonendste Weise eigentlich. Eine Schere hat immer einen Hohlschliff, wie auch ein Scherkopf auch einen Hohlschliff hat. Ein Scherkopf ist das Vergleiche, das muss einen Hohlschliff haben, sonst schneidet es vorne nicht. Wenn es gerade ist, dann schneidet es überall und es bremst und so hat es am wenigsten Reibung, deswegen schneidet es. Auch eine Schere, die liegt hinten auf dem Halbmond, was erhöht ist und nur vorne an der Schneide. Innenfläche tut man jetzt rauspolieren. Wenn da Klebereste drauf sind, weil die Schere jetzt warm wird, ca. 50 Grad, entferne ich auch mit der Wärme den Klebereste. Außen kann man auch polieren. Hat aber nichts mit der Schärfe zu tun, sondern einfach für den Kunde, dass er wieder eine schöne, ansehnliche Schere hat. Alles entfernen und jetzt gehen wir zum Schleifen. Jetzt tun wir nicht 90 Grad und geben 20 Grad dazu.
So schleift man bei. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass man vorne auch ist. Bin vorne angekommen. Kommt die zweite. Jetzt gehen wir zum Polieren. Tut man es mit dem Leder abziehen. Hat den Vorteil, dass der Grat entfernt wird und die Lederscheibe macht das. Die Klinge vorne ganz scharf ist und das Leder verrundet die Klingen nicht. Macht man auch beim Messer, man nennt es dann beim Messer die Haarfahnschliff. So schleift man auch Haarscheren. Haarscheren tut man eigentlich nicht schleifen, sondern polieren. Und so kriegt man eine ganz polierte Klinge hin, ganz scharf, kantig. So tut man auch mit Leder Rasiermesser abziehen. Und auch eine andere Scheibe. Machen wir zweimal. Und man braucht nur vorne an der Spitze. Machen aber ziemlich das ganze Blatt. An die optische Weise und das Dreckblatt nicht zu hängen. So, jetzt gehen wir an. So, jetzt haben wir die Schere innen rauspoliert, gereinigt, geschliffen, mit Lederpaste abgezogen, das sogenannte Japan-Schliff. Es ist alles glatt, jetzt hat die Schere wieder einen weichen Gang. Und das hört man, wenn sie dann zusammen ist, der Fachmann nennt das, die Schere sinkt. Es ist ein ganz feiner Schliff, wo man hört. Bevor man sie zusammenbaut, nimmt man ein ölgetränktes Tuch und reibt mal alles ab. So geht etwas Schmutz noch weg, was eventuell noch drauf ist vom Schleifen. Und danach wird die Schere schonend zusammengebaut. Die Schere soll so eingestellt werden, dass sie nach einem Drittel leicht zusammenschließt. Wenn vorne eins noch größer ist oder eins Blatt noch kürzer ist, muss man es vorne dann ändern. So, das wäre so ein kleiner Tipp. Wir können unten in die Kommentare ja mal reinschreiben, was noch gewünscht wird, was sie noch achten soll oder ein Video erstellen soll. Sie können uns bei uns auch die Scheren zuschicken. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke, tschüss.